Hallo mein lieber Freund, herzlich willkommen zu Spieletipps für Gamer. In diesem Video machen wir alle Tiere, Zoologe und unter die Haut fahren. Und warum das Video so klein ist, ganz einfach, es gibt aber nur drei Tiere pro Video, denn ich möchte nicht, dass jemand ein Video, das eine Stunde dauert, anguckt und daran verzweifelt. Zweiter Punkt, wenn du zum Beispiel nur ein Tier suchst, wie zum Beispiel jetzt hier, sagen wir mal, ein Alligator, ja, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber wenn du ein Tier nur suchst, dann suchst du nur dieses eine Tier und nicht Zehntausende, Hunderttausende von Tieren. Deswegen nur drei Tiere pro Video. Schau dich einfach in der Playlist um. Dort sind alle Videos und am Ende wirst du alle Tiere haben. Noch ein psychologischer Tipp: Mach pro Tag nicht mehr als 3 bis 6 Tiere, damit du keinen Abfuck bekommst. Und dann wirst du es auch wirklich durchziehen. Und am Ende kannst du stolz sagen: Ey, ich habe diese beiden Erfolge, an denen die meisten Leute gescheitert sind, weil das einfach zu lange dauert. Ja, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit den drei Locations. Viel Erfolg, fang die Tiere und halte durch. Hier ist ein Silberfuchs, genau hier. Wir sind hier bei Rhodes und hier oben bei diesem, ja, Kojoten-Legendären, genau hier habe ich den Silberfuchs. Guck mal hier als Beweis. Da ist er, da läuft da. 3 Sterne sogar. Okay, ich bin hier bei Blackwater und wir haben hier einen Adler. Hier gucke ich hoch auf diese Berge hier. So, ich zeig dir mal. Und das ist ein spezieller Weißkopfseeadler. Auch untersuchen und dann schön abschneiden. Okay, ich bin hier bei Blackwater. Hier gibt es eine Kanada-Gans. Die sitzt hier. Ja, genau hier. 3 Sterne, 3 Sterne und mal 3 Sterne. In der Videobeschreibung findest du den nächsten Teil, die nächsten drei Tiere, die auf dich warten. Denk auch dran, den Kanal zu abonnieren und uns einen Daumen hoch zu geben, damit wir weitere Monsterprojekte für dich machen.